Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts 2. Ja, wir sind hier im letzten Part nach Twilight Town zurückgekehrt, wo wir jetzt vorhaben, das alte Herrenhaus zu erforschen. Doch allerdings sind wir nicht die einzigen hier, auch die Niemande tummeln sich hier in der Stadt herum und suchen anscheinend nach irgendwem oder irgendwas. Ob das wir sind oder jemand anderes, das weiß ich allerdings nicht so genau, also ist schon ein bisschen merkwürdig, dass sie sich jetzt hier überall breit gemacht haben, aber egal. So, wir gehen jetzt erstmal durchs Waldstück durch, weil wir von hier aus weiter zum Herrenhaus hinkommen. Aber erst einmal. So, und zack. So, sehr nett, danke für die Heilung. So, dann geht das ja noch ganz einfacher hier. Warte mal, so, der ist weg. Okay, der ist weg. Dann kommen wir jetzt gleich mal hier zum nächsten hin. So, wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? So, okay, da sind die Nächsten. So, und das war der Zweite. So, wo ist der Letzte? Und weg ist er. Gut, ich denke mal, das waren noch sogar alle hier. Alles klar, bevor ich dann jetzt erstmal zum Herrenhaus gehe, will ich erstmal wieder die Waffe wechseln. Weil es kommt jetzt nämlich gleich ein Kampf und da müsste ich ja ein bisschen besser gerüstet sein. Und ich nehme am besten mal Sterntreue, weil ich mag das Schwert einfach, weil es ist einfach wunderschön. Richtig geil designt. Und jetzt gehen wir auch mal rein da. Hey, alles in Ordnung? Was ist passiert? Wir haben hier nach Kairi gesucht, aber dann griffen uns diese weißen Gestalten an. Ja, das hättet ihr doch gar nicht tun müssen. Und ob wir das mussten? Einem Freund in Not muss man doch helfen. Du hast recht. Stimmt, Kairi ist jetzt auch eure Freundin. Es heißt, in dem Haus hier würden seltsame Zeitgenossen ein- und ausgehen. Wir dachten, es könnte sowas wie ein Tor in ein anderes Twilight Town sein. Ein anderes Twilight Town? Was meinst du damit? Hey, Goofy, könnten wir vielleicht mal deinen Kristall sehen? Den Beutel habe ich selbst gemacht und ich habe ihn noch. Davon dürfte es also keine zwei geben. Und das ist die Trophäe, die Cypher Sora gegeben hat. Ihr habt sie liegen lassen, wisst ihr noch? Sie ist einzigartig. Genau wie die Kristalle. Rot, gelb, grün, blau. Nur einer pro Farbe. Aber ihr habt euren eigenen. Also, woher habt ihr die Sachen? Den Beutel hat uns der König gegeben. Darin waren Geld für den Zug sowie der blaue Kristall. Aber woher hat dann der König die Sachen? Eben. Es muss noch eine andere Stadt wie diese geben. Das würde auch erklären, woher der König Beutel und Kristall hat. Dann ergibt alles Sinn. Tut es das? Alles, was uns hier abgeht, muss es dorthin verschlagen haben. Auch Kairi. Na klar. Tja. Aber bevor wir uns damit weiter beschäftigen können, haben wir jetzt wohl, wie es aussieht, andere Sorgen. Mann, die gehen einem ganz schön auf die Nerven, was? Oh. Pass auf! Der König ist wieder da. Was sagt man dazu? Genau im richtigen Moment sozusagen. So, kämpfe an der Seite von König Mickey und besiege alle Niemande. Das machen wir doch glatt. Zack, dann seid ihr jetzt auch noch hier dran, ne? So, oh. Warte mal. Sind das jetzt einfach nur diese kleinen hier?
Wow, verdammt! Da ist der nächste. So. Und stirb! So, und dann noch die beiden noch. Ich denke mal, es sind sogar die letzten. Komm schon. So, und der letzte dann noch. Oh ne, es kommt sogar noch einer dazu. So, dann versuchen wir mal das hier. Und zack! Und das war's. Und Donut erlernt endlich Glücksboost. Wurde auch langsamer Zeit eben. Ich hab Nachrichten, Freunde. Ich weiß, wo Anthem steckt. Anthem der Weise. Der echte Anthem. Er hat sich in die Festung der Organisation 13 eingeschlichen. Und wir wissen jetzt, wo Kairi ist. Ich bin mir sicher, wir irren uns nicht. Warum seid ihr eigentlich hergekommen? Jemand hat uns einen Hinweis gegeben. Und wer? Sora glaubt, es könnte Riku gewesen sein, Eure Majestät. Das war nur so ein Gefühl. Wenn du das glaubst, dann trügt dich dein Gefühl wohl auch nicht. Heißt das, Riku geht es gut? Wenn dir das dein Gefühl sagt? Ich habe lange genug gewartet. Sagt mir, was ihr wisst. Das darf ich aber nicht sagen. Aber warum nicht, Eure Majestät? Ich muss mein Versprechen einhalten. Ihr habt Riku etwas versprochen? Dann geht es ihm gut und ich kann ihn wiedersehen. Wer ist Riku? Mein bester Freund. Alles klar. Eure Majestät, ihr habt den Beutel mit dem Kristall von Riku bekommen, stimmt's? Und ihr habt ihm versprochen, nichts zu sagen, oder? Was soll ich dazu sagen? Schuss jetzt! Genau, gehen wir. Kairi, Riku, wir kommen. Tja, zu viel Information auf einmal. Gut, was haben wir also jetzt alles herausgefunden? Es soll angeblich ein zweites Twilight Town geben und dieses Herrenhaus soll das Tor dazu sein. Ja, das könnte vielleicht sogar schon sogar stimmen, weil Chip und Chap haben ja einige Parts zuvor auch erwähnt, als das große Schloss auf der Weltkarte erschienen ist, dass sie irgendwie Twilight Town doppelt gesehen haben. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Gut, dann werden wir jetzt erstmal hier in das Herrenhaus reingehen und ich bin ja mal gespannt, was eigentlich da noch so auf uns wartet. Und vor allem, weil wir jetzt irgendwie auch einen Hinweis haben, dass es möglicherweise Riku auch gut geht und dass wir die Chance bekommen, ihn wiederzusehen. Dann wollen wir mal schauen. Gehen wir rein. Was erwartet uns hier drin? Totale Bruchbude. Aber echt. Hier muss es irgendwo einen Computer geben. Oder ein Computer sein. Ein Computer? Denkt ihr, dass er mit diesen anderen Twilight Town verbunden ist? Könnte gut sein. Und von dort aus sollte es seinen Weg ins Reich der Dunkelheit geben. Riku hat euch das gesagt, oder? Bitte, Sora, ich habe es versprochen. Aha, ich wusste es. Sora, hör auf, den König so in Bedrängnis zu bringen. Du hast recht, tut mir leid. Okay, also ein Computer soll uns in das andere Twilight Town führen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß ja, wo er zum Glück steht. Ich meine, das Herrenhaus haben sie ja bestimmt nicht während der Abwesenheit hier einfach mal umdekoriert. Also es wird bestimmt noch genauso aussehen wie vorher, also auch damals, als wir mit Roxas hier waren, beziehungsweise im anderen Twilight Town mit Roxas dort waren. Und das hier ist ja praktisch das genaue Ebenbild davon. Oh, recht. Ah, verdammt. Großer Würfel. Zack. So, der ist weg und... Komm schon, jetzt geht doch endlich mal drauf hier. Okay, das gibt's viel später und da fällt mir gerade ein, ich sollte ja mal Donald auch die neue Ability anlegen. So, oh Mann. Ist aber wieder typisch. So viel Zeug und ich weiß echt nicht, was ich dafür... warte mal. So, Items, Donald. Ah, ich hab was. Also, ich werde jetzt mal den Glücksring mal am besten bei ihm austauschen. So,
So, warte mal, was bringt am meisten Bonus mit sich? Ja, höchstens vielleicht der Goldring könnte noch mitgebracht werden, aber ich denke mal, ich gebe ihm lieber etwas, was, sagen wir mal, ja genau, mehr AP bringt. Also Maestro-Ring. Oh, und hier, Goofy, habe ich ja total vergessen. Dann muss ich jetzt erstmal hier wieder mal ein bisschen umdenken. So, dann gebe ich ihm mal den Virtuosen-Ring. Und Goofy bekommt erstmal den Maestro-Ring ausgerüstet, weil hat eben halt ordentlich AP-Bonus und das ist ja wichtig. Okay, und Sora. Ja, wenn ich jetzt den Granatring durch den Glücksring erstmal für eine Weile ersetzen. Ich meine, ich habe ja sowieso zwischendurch ja erstmal ordentlich Abilitamin gefunden und ausgerüstet. Da müsste es ja eigentlich reichen, dass Sora... Ja, das reicht auf jeden Fall locker. Da kann er erstmal noch einiges an Abilities anlegen. Da fällt mir eigentlich ein, habe ich eigentlich überhaupt hier... Nee, Abschlussangriff Plus habe ich hier leider noch nicht gelernt, wie es aussieht. Das ist ein bisschen schade eigentlich, aber egal. Alles klar, jetzt kann ich ja Donald hier erstmal hier seinen Glücksboost ausrüsten. So, mehr geht sowieso gerade nicht. Und Goofy hat ja auch jetzt ein paar Felder frei, da kann ich ihm jetzt auch mal was aufrüsten. Also ich habe jetzt insgesamt 6 AP frei, das heißt, ja, was gebe ich ihm dafür? Da gebe ich ihm erstmal die beiden hier, damit er jetzt alle seine Techniken anwenden kann. So, und der Rest... Mach, ich lasse erstmal Item Boost drin. Also ich gebe ihm zwar jetzt keine Items zum Heilen, aber das ist jetzt egal. Ich gebe es einfach mal hin, damit es jetzt wenigstens ein bisschen ausgefüllter aussieht. Okay, und hier ist noch eine Kiste. So, dann machen wir die mal auf. Mithrakristall, alles klar. Ja, das ist jetzt erstmal alles Kleinkram. Das richtig wertvolle Zeug ist ja natürlich im Keller. Okay, warte mal, hier vorne ist ja noch eine Kiste. Die habe ich jetzt erstmal vorhin kurz übersehen. So, Mithril-Tropfen. Und hier... Elixier, wow! So was hat man ja auch nicht so oft. Also das findet man jedenfalls nicht oft in Truhen. Aber 7 Stück habe ich immerhin schon mal davon. Also guter Vorrat, muss ich mal sagen. Warte mal, da kann ich eigentlich ja schon mal so ein bisschen mal meine Item-Sortierung mal hier ein bisschen... Wird auch automatisch nachgefüllt und ich denke mal, so lasse ich das auch. Sozusagen als Notration, falls es mal richtig eng wird. Aber eigentlich werde ich mir die wahrscheinlich wohl für den optionalen Bosskampf aufheben. Aber der kommt ja erst später dran, erst wenn ich ja bis zum Ende der letzten Welt gekommen bin. Also bis es zum Point of No Return geht. Okay, das hätten wir. So, hier ist eigentlich ja sonst weiter nichts. Ich habe mich ja nur zwischendurch mal in dem Zimmer da geheilt. Dem Zimmer, in dem ja Namine immer gerne gezeichnet hat. Und dann müssen wir erstmal nur hier rein. So, die Bibliothek. Und da ist wieder eine Kiste. Und ihr Typen. So, Kiste auf. Orichalcum. Und, und stirb. So, das war's. Gut, ich habe es gerade gesehen. Sora hat was Neues gelernt. So, und da ist es ja, Dickschädel. So, man behält ein HP, auch wenn ein fataler Schaden durch eine Kompo hinzugefügt wurde. Super. Das ist ja gut. Dann, wenn ich ja wenigstens danach nicht nochmal getroffen werde, kann ich mich wenigstens wieder heilen und dann bin ich auch wieder ganz fit. Also sehr, sehr nützlich diese Ability, vor allem jetzt überlebenstechnisch. So, und das hier ist jetzt der Computerraum, oder? Ja. Da! Gefunden! Überlegst du mein Ding? Ich mach das schon.
Okay. Soweit, so gut. Oh. Was ist denn? Ohne Kennwort komme ich nicht weiter. Habt ihr irgendwelche Hinweise auf das Kennwort bekommen? Also, wir haben dieses Foto bekommen. Und auch das salzsüße Eis. Ja, das du aufgegessen hast. Es lag in dieser Schachtel zusammen mit dem Foto. Ja, das muss es sein. Anselm der Weise war verrückt nach Eis. Prima. Und wie heißt die Geschmacksrichtung? Ja, ist ja gut, das sage ich dir ja gleich. Aber erstmal, bevor wir es tun, werde ich hier mal reingehen. Genau, weil da ist ja nämlich auch noch etwas. Ich glaube, es ist sogar der einzige letzte Schatz, wenn ich mich nicht irre. Ich muss mal kurz gucken. Schätze, ja, Tatsache, es ist nur noch eine Kiste übrig. So, und die muss ja irgendwo jetzt hier hinten in diesem Gang sein. Aber erst einmal, so wie so oft auch, muss ich erstmal hier ein paar Sternenfriede loswerden. Mann, das ist echt zu fassen. What the? Der ist im Boden verschwunden. Ich dachte, diese Typen heißen Samurai und nicht Ninja. Aber egal. Jetzt sind sie tot. So, dann sind wir jetzt erstmal hier. Und da ist es ja, die Kiste, die wichtigste Kiste meiner Meinung nach überhaupt im gesamten Spiel. So, Sicht. Oh, mein Mist. Scheiß Timing, ey. Hätten die Brüche mal ein bisschen länger gebraucht, dann hätte ich die ja noch schnell erwischen können, aber egal. Aber wie viele von denen kommen jetzt noch hier nach? Ey. So, seid jetzt alle weg. Geht doch. So, dann wollen wir mal schauen. Ultima-Formel. Na, also, die wollte ich ja die ganze Zeit haben. Das ist die Kapsel, in der Donald geschlafen hat. In der hat Goofy gepennt. Ja, könnte man immer noch benutzen. Strom ist zumindest an. Und wer hat das bloß gebaut, frage ich mich. So, und dann sehen wir uns ja nochmal trotzdem, ja, hier mal im letzten Raum um. Der Kapselraum. Ja, in dieser Kapsel hat ja Sora geschlafen. So, diese Anzeigen erlauben es, den Zustand innerhalb der Kapsel zu überprüfen. Tja. Das ist die Kapsel, in der Sora geschlafen hat. Schade, ich kann sie leider nicht schlagen, aus irgendeinem Grund. Hau ich hier die ganze Zeit daneben. Aber egal. Wir wollen sie ja nicht kaputt machen. Nicht unbedingt. Wer weiß, ob man sie ja vielleicht nicht nochmal gebrauchen kann. Was ist das hier? Diese Zeit wurde eine Zeit lang nicht benutzt. Okay. Ja, wissen wir schon alles. So, den Spuren zufolge wurde diese Kapsel schon einmal benutzt. Ist klar. Na gut. Dann wird es jetzt, denke ich, langsam mal Zeit, dass ich mal hier wieder zurückgehe. Und endlich das Passwort verrate. Das ist ja zum Glück recht simpel. Es ist ja das Eis, was wir ja auch in der Schachtel hatten. So, das Kennwort ist der Name von diesem Eis. Pass auf, dass du es richtig eingibst. Ein falsches Kennwort wird er nicht annehmen. Ja, und das Eis ist natürlich Meersatzeis. Es hat geklappt. Dann los. Wir bleiben hier und halten die Stellung. Grüß Kairi von uns. Mach ich. Okay. Da sollen wir jetzt also hin, oder was? Ja gut, den Strahl berühren. Aber ich denke mal, das machen wir erst im nächsten Part, Freunde. Ich bedanke mich nochmal wieder hier fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Kingdom Hearts 2. Bis dann, Freunde, und ciao!